Herzlich willkommen zur Einführung in den Laborversuch Metallographie. Mithilfe der Metallographie lassen sich Gefügezustände untersuchen, die Korngröße und der Reinheitsgrad ermitteln sowie Härterisse erkennbar machen. Für diesen Versuch werden die Proben aus der Wärmebehandlung genutzt. Nachdem die Wärmebehandlung verschiedene Festigkeiten und Zähigkeiten erzeugt hat, soll nun die Begründung dieser Eigenschaften im Gefüge der Proben aufgezeigt werden. Im ersten Arbeitsschritt wird die Probe auf dem Vorschleifteller ca. eine Minute lang angeschliffen. Dabei entstehen Längsriefen auf der Oberfläche. Um diese zu beseitigen, wird die Probe um 90 Grad gedreht und auf derselben Fläche für eine Minute feingeschliffen. Nun wird eine Suspension mit Diamantflittern auf dem Polierteller aufgesprüht und die Probe in einer Achterbewegung ungefähr 4 Minuten lang poliert. Um das Gefüge, vor allem die Korngrenzen, besser sichtbar zu machen, wird die Probe in eine 3%ige Salpetersäure getaucht. Der Ätzvorgang wird durch das Abspülen mit Wasser beendet. Damit am Ende keine Wasserflecken auf der Probenoberfläche zu sehen sind, wird die Fläche mit Alkohol besprüht und trocken geföhnt. Die polierte und geätzte Fläche wird nun unter dem Lichtmikroskop betrachtet. Die Einzelbilder können gespeichert und mit den Gefügebildern der anderen Proben verglichen werden. Viel Erfolg und Spaß bei dem Laborversuch.